Sarahs bunter Welt. Bunte? Bunte? Bunte Welt. Ich werde es nie lernen. Nimm mal die. Es geht. Ich habe mich extra schick gemacht. Ich habe es schon gesehen. Der Patrick hat gesagt, das macht mich 20 Jahre jünger. Mindestens. Und jetzt sehe ich aus wie 7. Sieht aus wie 8, ja. Also was hier weg muss, ist das. Die Hitlerwins. Oh nein, nicht der Hitlerwins. Die Hitlerwins muss weg. Oh bitte nicht. Nee. Wir haben Hitlerwins gemacht, guck. Hitlerwins. Ja, also das hier muss weg. Okay. Ja, und das muss weg. Okay. Und das Auge halt nicht. Okay. Gut, machen wir das doch so. Auch schon. Ich mache da jetzt eine Lieblingsbitte. Genau. Wie heißt du denn? Rausschreiben. Mhm. So, like, this, this direction we have this, this wing. Yes. And also natürlich mit mehr Pumpung und Wetter. Er hat geschrieben, das sind aber ziemlich hohe Preise für etwas, was eventuell einen Fehler beinhalten könnte. Also ich wollte mich einfach nur mal informieren. Ja. Ich suche jemanden, der mir ein ganz kleines, minimalistisches Tattoo sticht. Ein ganz kleines, minimalistisches. Ganz klein und fein, ja. Es gibt ja einmal Tattoo-Models und es ist so schwierig irgendwie einzuschätzen. Du musst welche hergehen? Was ist schon mal los? Die Haare nerven mich schon, ne? Hey, das ist voll sexy aus. Echt? Ja. Die juckt auch so. Das siehst du doch aus. Ich nehme die mal runter. Ich wollte auch mal schwarz sein. Mir reicht es gleich. Oh, dann kannst du ja heute mein Gesicht machen, Schatz, oder? Das kann ich durchaus tun, wenn wir ein Tattoo dafür haben. Da malt der Papa sich mal selbst ein Gesichtstattoo. Papa! Ich brauch deine Liebe nicht! Gib mir mal! Ich brauch deine Liebe nicht! Was hast du denn in Brett? Gib mir die Erde, du hier! Runter! Runter! Komm mal! So, jetzt langt. Was? Ich bin gerade so schön im Flow! Ja, nett! Gib mir mal! Du darfst das komplette Gesicht machen. Wenn ich will aber nicht. Schon schön, wenn es hier so ein bisschen aus dem Bart rauskommt. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen und dann hier so die Kante an. Nee, bis da nun, ne? Was? Da, hier. Bis da? Nicht nur so ein kleines Ding, bis da, so wie das ab ist. Ja, aber das ist doch... So wie das hier ab. Gib mir mal! Zurück! Raus meine Lippe! Gib mir mal! Zeichne dir dein Tattoo selbst, echt. Willkommen bei Sarahs bunte Welt. Hiermit grüße ich die kleine Naschi und die süße Moni. Okay, der Grund zu sagen, ich mach Schluss.
Möchtest du irgendwas sagen? Ich suche auf diesem Wege einen neuen Freund. Er sollte hübsch sein, einen 3-Tage-Bart haben und schönes Haar. Das Tagebuch. Heute mache ich meinem Freund ein Tattoo ins Gesicht. Dass er gute Laune kriegt. Eigentlich möchte ich gar nicht, dass der noch mehr Tattoos im Gesicht hat. Reinschneiden. Und dann lässt es am Ohr und am Kiefer unten einfach auslaufen, so wie es passt. Okay. Genau, das Blatt hoch und den Mittelpunkt eben unten am Kiefer und Kieferknochen. Ja, eigentlich passt es ganz gut, muss ich sagen. Ja. Ich finde es eigentlich cool. Und da unten lässt es einfach so ein bisschen auslaufen. Ja, passt. Da hast du ja eh den Bart. Ja, ist cool, ja. Mach mal so. Lass ich trocknen, ne? Ich will das nicht. Alles easy. Ich glaube, heute wirst du nicht angeschrien. Okay, ich hoffe. Hältst du Stencil oder? Nee.